Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Könnte Toto Wolff ab 2021 der neue Chef von Liberty Media werden? Das geht aus Gerüchten von Racefans hervor, da sein Vertrag bei Mercedes Ende 2020 ausläuft. Daimler-Boss Dieter Zetsche wird ab Ende Mai von dem Schweden Ola Källenius abgelöst und der wiederum hat mit dem Österreicher wohl ein angespanntes Verhältnis. Seit 2013 besitzt der aktuelle Mercedes Motorsportchef 30% der Anteile am Mercedes Formel 1 Team. Chase Carey möchte ab 2021 kürzer treten. Vorsitzender bleibt er zwar, aber die leitende Funktion würde er an Wolff weitergeben. Die Formel 1 kommentierte die Gerüchte nicht und was in dem Fall auch mit Ross Brawn passieren würde, steht auch noch nicht fest. Silverstone wird innerhalb von 2 Jahren das zweite Mal neu asphaltiert. Grund sind die Stellen auf der Strecke, wo das Wasser nach den starken Regenfällen im letzten Jahr in der MotoGP nicht richtig abfloss. Umgerechnet kosten die im Juni stattfindenden Arbeiten 5 Millionen Pfund, was dann etwa 5,8 Millionen Euro entsprechen. Der große Preis von Großbritannien findet dann 2 Wochen später statt, und zwar am 14. Juli. Die MotoGP ist am letzten Augustwochenende zu Gast. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.